Hey meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spellforce 2 Dragonstorm. Wir wollten nun dieses Portal betreten und in die schwimmende Stadt gelangen. Mal gucken, wie das aussehen wird, ne? Zauber, reißt euch vor zu den schemenhaften schwimmenden Objekten am Horizont. Ist das noch auf derselben Karte? Ne, ist eine neue Karte. Okay, super. Die schwimmende Stadt. Die Former werden auch die Kinder der Götter genannt. Sie waren das erste Volk, welches das Antlitz Eos beschritt, welches die Wege der Magie erlernte und die ersten Städte aus den Knochen unserer Welt formte. Dies ist es, was ihnen ihren Namen gab, die gewaltigen Bauwerke und Artefakte, welche sie mit ihrer Fähigkeit schufen. Stein, Metall und Glas, ja selbst die unsichtbaren Kräfte der Gedanken und Träume, formten sie nach ihrem Wunsch. Noch heute künden gefallene Statuen gewaltig wie Berge, ganze Ebenen durchzogen von seltsamen Maschinen und Landstriche, gehüllte magisches Glas von der Schaffenskraft jenes ersten Volkes, das einst alle Kontinente Eos besiedelt hatte. Aber so viel wundersame Kräfte sie auch besessen haben mögen, eines Tages kam die Prüfung, an der sie zerbrachen, und mit ihr der Feind, der sie jagen und vernichten sollte. Darius, das Erwachen der Zeit. Eine Stadt aus Stein. Die schwimmt wie ein Schiff. Wie alt wird dieses Artefakt sein? Diese Stadt war schon alt, als die ersten Elfen durch die Wälder streiften. Schauen wir uns nach Spuren des Seelenträgers um. Und irgendwie werden wir auch in Erfahrung bringen müssen, wie man dieses Ding in Bewegung setzt. Jetzt sind wir im Endeffekt dort, wo Dings nicht sein möchte. Und er ist auch mit dabei. Cool. Nun, Kane. Was genau unterscheidet euch denn nun von einem Mörder? Ist ein Richter denn ein Mörder? Nein, aber ihr jagt Menschen für eure dämonischen Herren. Hört einmal genau zu. Viele treiben Handel mit den Dämonen, verkaufen ihre Seele an den Abgrund. Für Geld, Macht, Fleischeslust, das Übliche. Wenn die Zeit gekommen ist und der Handel abläuft, dann holen die Dämonen sich ihren Teil. Was dann folgt, könnt ihr euch vorstellen. Ewige Qual. Der Preis des Handels. Aber die Sterblichen denken ja, sie wären schlau. Also versuchen sie, sich zu verstecken. Das ist gar nicht mal so schwer. Dämonen können heiligen Boden nicht betreten. Oder man kann sie mit Schutztalismanen fernhalten. Dann kommen solche wie ich ins Spiel. Solche, die vom Abgrund eine zweite Chance erhalten haben. Mich schert kein heiliger Boden und kein Schutztalisman. Ich erhalte die Haut, auf welcher der Handel geschrieben wurde, und spüre die Sterblichen auf. Ihre Seele für den Abgrund, ihr Blut für mich. Es erhält mich über die Jahrhunderte am Leben. Ich bekomme alle Abartigkeiten eurer Rasse zu sehen, glaubt mir. Aber manche haben es einfach nicht verdient, ewig zu leiden. Dann zerstöre ich den Handel. Und der Abgrund ahnt nichts. Denn in diesem Fall ist es für sie, als hätte der Handel nie existiert. Hier habe ich nun einen solchen Handel. Wie wäre es, wenn ihr einmal das Urteil übernehmt? Ich soll für euch töten? Nein, das Töten übernehme ich. Ihr fällt nur das Urteil. Es geht um einen Mann namens Ainur. Er versteckt sich nahe Siebenburg bei einer heiligen Quelle. Er hat seine Seele verkauft, um die Macht zu erhalten, ein Ehepaar zu ermorden. Klingt nach einem, der ewiges Leid verdient hat. Aber schauen wir uns die Sache doch erst einmal an. Was ist das für ein Ehepaar, das er ermorden wollte? Und warum ausgerechnet direkt ein Ehepaar? Okay, silberne Wächter gibt's hier auch. Ich muss mal ein bisschen rauszoomen. Komme ich besser mit klar. Hier sind auch wieder so Kisten und... Nee, nicht Kisten. Das sind Altäre mit Fragezeichen. Hier gibt es auf jeden Fall den einen oder anderen Gegner. Agathos ist auch noch am Leben. Das ist schön. Freut mich. Ich dachte nämlich für einen Moment, der wäre nicht mehr da.
Und silberne Wächter haben wir hier. Ist nur die Frage. Ach so, da. Oh, ich dachte gerade, hä? Greift ihr die silbernen Wächter an? Wie dumm seid ihr denn? Die machen doch gar nichts. Aber nein, das ist nur der Spuk, der angegriffen wird. Und was ist das für ein Buch? Wir sind nun 5 Tage auf See. Ich bin nicht schnell genug. Wie viele von den Texten kann ich überhaupt nicht entziffern? Es scheint, als ob die Männer und Frauen der Forma tatsächlich in unterschiedlichen Sprachen schreiben. Die Frauensprache kenne ich aus der Geisterwacht. Aber hier scheint fast alles in der Sprache der Männer geschrieben zu sein. 7 Tage auf See. Wir haben die Zitadelle gefunden. Nach den ersten Erkundungen glauben wir, dass die Drachenkunde in einer Bibliothek im Norden studiert wurde. Ich werde von nun an dort weiterarbeiten, obwohl es noch so viel zu entdecken gäbe auf dieser schwimmenden Stadt. Viele der Räume konnten wir erst zu spät öffnen. In einem glaube ich, so etwas wie einen Skerk gesehen zu haben. Ich hoffe nur, wir erwecken ihn nicht, die falschen Wunder zum Leben. Irgendwas hat schließlich die Forma von dieser Welt getilgt. Hier unter der Seite war ein Schlüssel verborgen. Ja, jetzt sind die silbernen Wächter auf einmal hinter uns. Her. Nett. Aber gut, die brauchen nicht so viel. Oh, guck mal, da ist eine Kiste, die habe ich ganz übersehen. Und warum war der jetzt aggressiv? Und der da unten ist es jetzt wiederum nicht? Bin ich verwirrt? Vielleicht. Ich muss jetzt mal ein bisschen mich hier umsehen. Hier sieht es auch aus, als könnte man das irgendwie öffnen. Ah, hier ist wieder Spuk. Ist auch wieder so, als ich guck mir das jetzt mal an. Bin ich jetzt schon einigen begegnet. Also, die einigen meine ich hier. Das scheint tatsächlich ein Skerk zu sein. Was? Eingraviert in den Stein das Zeichen einer Hand. Darunter befindet sich eine Art Hebel. Ja, okay, wenn ich das noch nicht weiß. Gefrorener Skerk. Das scheint tatsächlich ein Skerk zu sein. Was bei allen Göttern treibt ein Skerk auf einem Formerschiff? Gute Frage, nächste Frage. Ich muss nur gucken, wie ich da hinkomme, ne? Es ist nämlich nicht so recht. Sieht ein bisschen aus, als könnte man hier irgendwie runter, aber... Ich weiß nicht. Da ist das Tor. Boah, das sieht so aus, als käme ich hier nirgendwo hin. Vertäuscht das einfach nur. Ach so, da. Da kann ich das anklicken. Den grauen Schlüssel benutzen. Der Schlüssel passt. Fleisch. Lecker. Wer ist denn? Ach, der ist Kryptos. Das war halt nicht viel aus, muss ich sagen. Erledigt. Vielleicht kann das Gärtner mir ja helfen und der Würm ist da ja auch noch. Einen blauen Schlüssel habe ich jetzt noch gefunden. Hier ist auch wieder so ein komisches, so eine Steintafel. Kisten. Eine Art Rassel aus Glas. Ich kenne so etwas als Bannwerkzeug für Plagegeister. Vielleicht hilft sie gegen diese weißen Schemen. Oh. Er weiß vielleicht was. Dieser Ort. Ich erinnere mich an einen ähnlichen Platz. Ich habe dort etwas erforscht. Kristall, glaube ich. Jetzt weiß ich, woher dieser Kristall kommt, den ich trage.
Es ist etwas, das ich nach einem Formermuster hergestellt habe. Eine Art Kraftverstärker. Aber wofür? Ich weiß es nicht mehr. Hier, nehmt ihn. Vielleicht findet ihr heraus, was genau seine Funktion ist. Ich bleibe hier. Diese Kristalle werden mir helfen, mich zu erinnern. Warum bleibt er jetzt hier? Da muss mitkommen, die Sau. Nun? Manu. Was ist das für eine komische Tafel? Ah, ist auch wieder so eine Nase. Puh. So, den blauen Schlüssel benutzen. Ah, jetzt kommen erstmal Eiselementare, klar. Aufpassen! War so schön mit ihm zusammen. Oh, da ist noch ein Eiselementar. Ich dachte mir, warum kämpft dann keiner mehr? Da ist noch einer. Aber irgendwie halten die es nicht für nötig, anzugreifen. Ja, warum auch, ne? Können einen ja nur töten. In diesen Eisblock ist ein Skerg eingeschlagen. Er erkennt am Boden einen Kristallring, der anscheinend den Eiszauber mit Kraft versorgt. Drehen wir mal an dem Ring. Als ihr den Kristallring dreht, erlischt die Kraft des Zaubers und das Eis um den Skerg schmilzt in Windeseile. Kalt! Wer hat euch dort eingefroren? Brauche warm! Trank grün! Irgendeinen grünen Trank braucht er. Dann erfahre ich vielleicht Näheres. Mal sehen. So. Drehen wir mal dran. Ah, okay. Nahrungsration. Der Wurm schlingt die dargebotene Nahrung gierig hin und allerdings scheint sie ihn nicht zufriedenzustellen. Scheinbar hatten die Würmer damals andere Beutetiere mit weitaus nahrhafterem Fleisch. Der Wurm braucht dringend Nahrung. Ohne etwas Fleisch wird er wahrscheinlich bald verenden. Vielleicht will der Skerg einen Trank, der ihn von innen wärmt? Ja, okay. In diesem Kessel können Chemikalien gemischt werden. Der Wärmetrank besteht zu gleichen Teilen aus blauen und gelben Anteilen. Man kennt ihn aber an seiner grünen Farbe. Der Kessel ist leer. Blaue Substanz eingießen. Beginnen wir mit... Kessel ist blau. Gelb. Noch etwas. Ist blau-grün. Hier kommt... Grün-gelb. Noch ein... Gelb-grün. Noch... Grün-blau. Noch ein... Blau-grün. Noch... Ist grün. Nun so... Zu viele Sachen, was wir hier haben. Hier, nehmt diesen Trank. Er wird euch wärmen. Ah, Urgi dankbar ist, aber ihr seid kein Meister. Was treibt Urgi denn auf einem Schiff der Former? Urgi ist Bewahrer des Daenei für den Meister. Was Former sind? Die Skerks gab es bereits zur Zeit der Former. Es würde einige Herren in Siebenburg sicherlich interessieren. Urgi, wir brauchen eure Hilfe. Freunde von uns haben euer Stadtschiff benutzt. Wir müssen sie finden. In Aufruhr, dass Daenei ist. Wächter sind böse. Wächter? Ihr meint sicher die metallenen Spinnen. Zerstört vieles ist. Wir zum Raum der Lenker gelangen müssen. Von dort die Spur eurer Freunde, wir werden sehen. Raum der Lenker in der Mitte des Daenei ist. Umsichtig wir sein müssen. Seltsam. Okay. Ihr zwei aussehen wie Meister. Aber ihr anderen, runde Ohren komisch sind. Wir sind Menschen. Seid ihr der Lenker der Stadt? Des Daenei? Nein, Meister lenken. Urgi bewahren.
Ein Hausmeister. Na super. Nett gesagt. Ich warte noch. Du hast keine Wahl. Irgendwie geht das schnell. Fort mit euch, ihr Schemen. Achso. Ich brauchte ja nicht mehr zu bekämpfen. Bisschen vergessen. Aber ich verstehe die trotzdem nicht so ganz. Diese Tafeln. Oder was auch immer das sein soll. Da kann ich auch irgendwie mal hin. Ich wollte eh nur zu der Kiste. Mal gucken, ob hier... Nee, da ist nichts mehr, okay? Okay, okay, okay. Ich hab's kaputt. Aber hier runter komme ich auch nicht, ne? Komisch. Guck mal. Fort mit euch, ihr Schemen! Macht euch bereit! Ah, jetzt kommt noch eine dritte. Oh, und noch eine vierte. Wäre ja sonst so langweilig. Sorry, er wird nicht angegriffen und stirbt. Setz ihn, seine Lebensanzeige sieht jedenfalls sehr gut aus. So, die Schemen sind dann schon mal kein Problem mehr, das ist auch gut. Vereinzelt dann halt noch die Wächter, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die irgendwann mal vielleicht komplett weg sind oder so. Aber es kommen, denke ich mal, immer wieder welche, die herumlaufen werden. So, dann sehen wir uns mal weiter um. Fort mit euch, ihr Schemen! Würde ich das jetzt jedes Mal sagen? Auf Dauer könnte das nämlich etwas nervig sein. So, hier sind auch einige Kisten. Aber halt auch andere Sachen, ne? In dieser Kiste sind Symbole eingraviert. M. Hammer Münze. Eingraviert in den Stein ist das Zeichen eines Kelchs. Darunter befindet sich weitere M. Auge Mund. M. Hammer Münze. 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 Das da habe ich noch. Ich weiß nicht genau. Kommt mit euch, ihr Schemen. Das hat aber irgendwie dann doch nicht beeilt, Schemen, hä? Ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt irgendwie was betätigen muss und dann verändert sich das, oder? M. Hammermünze, das behalten wir uns mal im Kopf. Bei anderen war ja nur ein Hebel drunter. Das ist mal da, die weg. Fort mit euch, ihr Schemen! Echt? M-Hammermünze, M-Hammermünze. Da ist auch nur ein Hebel drunter. Fort mit euch, ihr Schemen! Ich verstehe es nicht so ganz. Warte mal, da ist noch eine Kiste.
kann ich wahrscheinlich auch irgendwann noch richtig rein. Im Hammerminze. Bei dem Raum, wo auch die Kiste war, da waren ja auch einige Sachen, die so ähnlich aufgebaut waren. Fort mit euch, ihr Schemen. Da waren Schemen, hab ich gar nicht gesehen. Die tut doch, ich wollte gerade sagen. Tut mir jetzt nichts. Hier habe ich ja auch noch. Da muss ich aber gucken, wie ich den Raum öffnen kann. Los, weg. Fort mit euch, ihr Schemen. Und ich brauche noch anderes Fleisch für den Wurm. Er wird geheilt, Gott sei Dank. So, dann kann ich mir die hier nochmal angucken. Also das heißt hier nochmal überhaupt angucken. Und alles andere ist noch zu, nicht zugänglich. Kommt mit euch, ihr Schemen. Oder sehr große offene Fragen. Gucken wir uns die mal hier an. Eines Auges Arthebel. Ja, was bringt mir das? Jetzt nicht irgendwelche Hebel benutzen. Nee. Komisch, bei den einen stand jetzt auch noch was drunter, bei den anderen sind nur Hebel drunter. Da komme ich nicht rein. Schwierig. Dass der Raum der Lenker ist. Hier, Meister, das Dainai bewegen. Alles klar. Wer Ainu ist, weiß ich ja sogar schon. Der ist ja bei diesem heiligen Schrein da gewesen, wo ich das Wasser gesammelt habe. Kann ich noch ein bisschen mit dem quatschen, weil er immer noch das Ausrufezeichen in sich hat? Warum ist die Stadt so tot? Denker, großer Kristall, der alles lenkt. Beschädigt er ist. Die Meister viel aus Gedanken weben können. Sie machen Gedanken fest, zu Kristall. Dann sie ihre Sachen damit bauen. Aber nach langer Zeit, Gedanken werden wieder frei. Sie böse und verwirrt. Die Geister? Ja, ja, Geister. Entflohene Gedanken sie sind. Ihr sie müsst wieder zu Kristall machen. Ganz leicht. Fangen ein und bringen in Kristallraum. Dort sie wieder zu Kristall zaubern. Dann Denker mit Kristallen ganz machen. Aha. Warte mal. Die... Habe ich das jetzt richtig verstanden? Da entflohene Gedanken. Besiegt entflohene Gedanken, bringt sie in den Kristallraum, um sie dort wieder zu Kristall... Okay. Ich muss sie also auch erstmal besiegen. Ich dachte, ich müsste jetzt alle dorthin locken. Habe ich das mal geahnt, dass ich das noch machen muss? Habe ich das vorher den angesprochen? Ah, okay, dann sind sie bei mir direkt. Ich hoffe, das bleibt dann auch so. Gut, dann sammle ich die mal ein. Ich bin ja schnell auch in der Mitte wieder. Da oben lief da jetzt auch irgendwer lang. Oh, da ist ja auch nochmal so ein Gedanke. Ah, das ist ein Spuk. Zwölf haben wir noch. Brauchen wir insgesamt. Drei haben wir bis jetzt.
gleich Nummer 4. Ich gehe davon aus, dass hier auch noch irgendwo was ist. Ach, mal sind sogar zwei. Na, Hälfte haben wir schon mal. Da ist noch ein flohender Gedanke. Und die kann ich ja auf jeden Fall schon mal hierher dann bringen, ne? In diesen Kristallraum. So ist es ja nicht. Was ich schon mal habe, habe ich schon mal. Also ich denke mir, das ist dieser Kristallraum, oder? Ja. Nun? Könnt ihr... Ich brauche etwas dafür. Einen ungeschliffenen. Er braucht Aladdin. Braucht den ungeschliffenen Diamanten. Ich meine, ich hätte hier auch was gesehen, was Rotes. Aber die Wächterspinnen sind nicht mehr großartig unterwegs. Doch eine ist noch unterwegs. Dann haben die sich ja doch nicht vermehrt. Also, beziehungsweise, was heißt vermehrt? Na, aber wieder repariert, regeneriert. Haben wir noch einen? Oh, warte mal. Ah, nee, das waren wahrscheinlich diese anderen, ne? Bei 8 waren wir jetzt. Dann müsste das ja Nummer 9 sein, genau. Da ist nochmal ein Spuk. Fort mit euch, ihr Schemen. Ach, da oben. Dass der Raum der Wächter ist. Schön, dass er mir sagt, das ist der Raum der Wächter. Aber, kann damit leider nichts anfangen, weil ich da noch nicht reinkomme. Aber ich denke mal, mit dem Teil in der Mitte, kann ich vielleicht diese einzelnen Räume öffnen, ha? Wäre denkbar. So, mir fehlen jetzt noch 2 Stück. Da kann ich bestimmt einen Kristall einsetzen, ne? Kristall untersuchen. Der Kristall weist einige Risse und Löcher auf. Dort scheinen sich die Lichtströme zu brechen und aufzulösen. Okay, vielleicht brauche ich auch erstmal alle. Warum ist da jetzt so ein Spuk wieder aufgetaucht? Fort mit euch, ihr Schemen! Warum wird hier irgendwie was angezeigt? Dass hier was ist, obwohl hier nichts ist? Jetzt muss ich echt mal überlegen, wo ich noch nicht war, ne? Da ist ein Spuk. Die Rasse ist zerstört. Die Zeit ist auch an ihr nicht spurlos vorübergegangen. Sie hat uns gute Dienste geleistet. Das stimmt. Trotzdem, mir fehlen ja jetzt noch ein paar. 2 Stück oder so? Guck mal, da ist noch einer. Fehlt uns aber noch einer. Hier drin ist zumindest keiner. Da ist der letzte. So, jetzt habe ich alle. Kann ich die da
zu Kristall werden lassen und wahrscheinlich dann die Stelle hier reparieren.